Meine Damen und Herren, mein Name ist Thorsten Krings. Ich bin, wie man im Hintergrund erkennen kann, bei der FDP und habe einen Videoblog zu politischen Themen. In den letzten Tagen habe ich mich in verschiedenen Videoblogs mit dem Thema Bildung, weltbeste Bildung, auseinandergesetzt. Was heißt das eigentlich? Was wollen wir konkret machen? Und dann fehlt natürlich noch, wenn wir jetzt am Schulbereich sind, die handelnden Personen, nämlich die Lehrer. Und ich möchte hier ganz bewusst nicht in das Lehrerbashing einstimmen, aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist es Teil des Problems. Überlegen Sie sich doch mal, mit wie viel Freude kommen Sie denn zur Arbeit und wie engagiert sind Sie, wenn Sie permanent hören müssen, Sie haben keine Lust, was zu leisten, Sie sind faul und Sie verdienen zu viel Geld. Also das heißt, wir müssen dem Lehrer erstmal wieder mehr Wertschätzung entgegenbringen. Das Zweite ist, es stimmt auch einfach nicht. Sie haben letztlich in jeder Organisation eine Normalverteilung. Sie haben ein paar tolle Performer, Sie haben ganz viel im Mittelfeld und Sie haben ein paar, die eben keine Leistung bringen. So, das Problem ist natürlich, dadurch, dass wir in Deutschland diesen Beamtenstatus haben, werden die Leute einfach schwerer los. Aber der Beamtenstatus hat auch seine guten Sachen, Seiten für einen Lehrer. Ich habe es im Ausland erlebt. Ich war in Großbritannien mal Lehrer. Wo wirklich die Schulen auch starken Druck ausüben konnten auf die Lehrer, was zum Beispiel Prüfungsergebnisse angeht, was auch die Einforderung von Leistung angeht und so weiter, also wo sie auch von der Evaluation durch die Schüler abhängig waren. Und ich glaube, wir können uns alle darüber einig sein, nur weil alle mich toll finden, heißt das so lange nicht, dass ich einen guten Unterricht mache oder ein guter Lehrer bin. Also insofern, diese Unabhängigkeit, die der Beamtenstatus gibt, die halte ich schon für recht wichtig. Wo ich nicht mitgehe, ist beim Thema, dass unsere Lehrer schlecht bezahlt werden. Das halte ich für nicht richtig. Also auch in der Wirtschaft muss man erstmal eine Position finden, wo man mit einem Nettogehalt nach Hause geht, was man mit A13 und A14 hat. Und wenn man dann noch die Versorgung mit einrechnet, die man sonst als privaten Sparvorgang tätigen müsste, dann ist das schon okay. Es ist vor allem auch im internationalen Vergleich absolut in Ordnung. Und ich bin auch absolut dagegen, dass Grundschullehrer grundsätzlich in A13 hochgruppiert werden müssen. Das ist einfach nicht die Logik im öffentlichen Dienst. Und dann würde auch einfach der Abstand beispielsweise zu Hochschulprofessoren einfach nicht mehr stimmen. Das war ja auch die Klage, die mir eine ordentliche Gehaltserhöhung beschert hat, weil die Richter gesagt haben, der Gehaltsabstand zu einem Lehrer ist angesichts der Qualifikationen, die ein Professor bringen muss, einfach nicht mehr in Ordnung. Also insofern denke ich, das ist schon alles okay so, das kann auch so bleiben. Wichtig ist aber, was nicht geht, ist, dass wir eben bei den Lehrern Habende und Nichthabende haben. Das ist für mich unverantwortlich. Wir haben angestellte Lehrer, die Zeitverträge haben, die am Ende des Schuljahres entlassen werden, dann kostenlos fürs Land Urlaub machen dürfen und dann wieder eingestellt werden. Das ist Raubtierkapitalismus der schlimmsten Art, wo einfach ökonomische Macht über jemanden ausgeübt wird, der ansonsten auch keine Handlungsoptionen hat. Das muss aufhören. Was ich auch sehr kritisch sehe, ist, dass jetzt verstärkt auf Quereinsteiger gesetzt wird. Das wird sicherlich Quereinsteiger geben, die einen hervorragenden Job machen, da habe ich gar keinen Zweifel dran. Aber zum einen ist das ein Armutszeugnis, weil wenn ich mir meine Altersstruktur angucke, dann sollte ich gerade bei Beamten vielleicht auch in der Lage sein, mal zu planen, wann ich den Nachwuchs brauche, weil es ist eigentlich relativ klar, wann die gehen werden. Also von daher ist mir unverständlich, dass da überhaupt so ein Mangel entstehen kann. Das Zweite ist, es wertet den Beruf ab. Lehrer sein ist nicht was, was man irgendwie einfach macht. Das ist ein Beruf. Den muss man erlernen. Und in dem Augenblick, wo man sagt, das kann eigentlich jeder oder, ja, komm, fang mal an zu unterrichten und dann machst du nebenher noch so ein bisschen Fortbildung und sowas, das geht nicht, ja. Das ist, stellt letztlich in Frage, dass unsere Schulen professionell arbeiten müssen. Das geht nicht, hier muss eine saubere Planung hin, hier muss eine saubere Ausbildung hin. Das kann nicht sein, dass hier einfach jeder unterrichten darf. Also, hallo, es ist einfacher, Lehrer zu werden als Elektriker und das kann ja wohl irgendwo nicht sein. Also ein ganz wichtiger Punkt. Ein Punkt ist auch, dass man sagen muss, ist, ja, Lehrer ist ein Beruf, aber es ist eben nicht ein Beruf wie Friseur. Die Beziehung zum Schüler ist natürlich eine andere und ich glaube einfach zur weltbester Bildung gehört auch, dass der Lehrer sich nicht nur als jemand begreift, der Frontalunterricht vermittelt, sondern der Schüler über eine Phase in ihrer Entwicklung auch begleitet. Ich will jetzt nicht so weit gehen und Rudolf Steiners karmische Schicksalsgemeinschaft zwischen Schüler und Lehrer beschwören. Ich glaube, ein Job ist ein Job und man muss auch mal die Tür hinter sich zumachen, aber es ist eher eine Lernbegleitung als eine punktuelle Vermittlung von Wissen, die wir brauchen. Was ich
ein bisschen kritisch sehe, wo ich echt ein Problem mit habe, ist das Übergangsmanagement Schule-Beruf. Da machen wir sehr wenig. Und ich erlebe eben auch, dass die Lehrer, die dafür verantwortlich sind, sehr häufig wechseln, weil das oft einfach eher nur die Eintrittskarte in andere Dinge ist. Und da auch teilweise der Qualifikationsstand sehr unterschiedlich ist, dass die Leute mal vor 10 Jahren auf einer Fortbildung waren und was über Bewerbung gelernt haben, was heute einfach so nicht mehr stimmt. Da würde ich mir wünschen, dass wir mehr machen, mehr Kontinuität würde ich mir wünschen, auch mehr Unterstützung für die Lehrer, die solche Aufgaben übernehmen. Und da, glaube ich, gibt es noch ganz tolle Kooperationsmöglichkeiten zwischen Schule und Wirtschaft, was uns die Metro in der Vergangenheit auch sehr gut gemacht hat. Da möchte ich jetzt die Namen Olaf Stieber und Hans-Friedrich Meyer nennen, die wirklich losgelöst vom reinen Recruiting ganz tolle Projekte gemacht haben, wo es einfach darum ging, Lehrer zu befähigen, Schüler bei der Berufswahl zu begleiten. Und ich glaube auch vor dem Hintergrund, dass wir zu viele Akademiker haben und zu wenige Leute, die eine Ausbildung machen, kommt hier der Unterstützung und Beratung durch Schulen und durch Lehrer einen ganz hohen Stellenwert zu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.